Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die sogenannte reine Baumwolle hat oft nicht mehr viel mit Natur zu tun. Grosse Mengen von Pestizid und Kunstdünger werden eingesetzt, mit dem Resultat, dass die Böden in den Anbauländern schlechter werden und das Grundwasser vergiftet wird. Auch während der Verarbeitung werden Baumwollfasern mehrfach chemisch behandelt und das Färben ist zum Teil eine grosse Belastung für Mensch und Umwelt. Schon vor einigen Jahren hat Coop darum nach Alternativen gesucht und unter der Marke Naturallein Textilien aus naturnahem Anbau, chemiefreier Herstellung und schwermetallfreie Färbverfahren lanciert. Das war aber nur eine Übergangslösung. Ab sofort nämlich werden alle Textilien für die Naturallein-Kollektion ausschließlich aus biologisch angebauter Baumwolle hergestellt. Möglich war dieser Schritt dank dem Projekt Maikal in Zentralindien. Rund 600 Bauern und ihre Familie arbeiten seit gut 2 Jahren mit Händler, Hersteller und Entwicklungshelfer an diesem ehrgeizigen Projekt. Die Schädlinge werden mit natürlichen Methoden bekämpft. Düngt wird mit Kompost und gepflückt wird die ganze Ernte von Hand. Coop ist mit 80% der wichtigste Abnehmer an dem Maikal-Projekt und freuen auf die Öko-Bio-Baumwolle wird sich bestimmt nicht nur ihre Haut, die neue Naturallein-Kollektion ist auch fürs Auge ein Genuss. Die neue Naturallein-Kollektion ist modisch, attraktiv und bequem. Sie ist wie gesagt auch gut zu ihrer Haut und sie selber tragen mit dem Kauf viel zur Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen in der dritten Welt bei und unterstützen zusammen mit uns das landwirtschaftliche Pionierprojekt Maikal in Indien. Auch ein Pionier, allerdings auf einem ganz anderen Gebiet, ist die bekannte Marke Maggi. Potage Finesse von Maggi. Die feine, leichte Mahlzeit für jeden Geschmack. Maggi, c'est magique. Finesse von Maggi. Denken Sie daran, wenn Sie nächstens in einem von unseren Läden gehen posten. Und wenn Sie nächstens Gäste eingeladen haben, sollten Sie jetzt den Rezeptvorschlag aus der Studioküche nicht verpassen. Verwöhnte Gäste kann man am ehesten mit einem unbekannten Dessert überraschen. Probieren Sie es doch bei der nächsten Gelegenheit mit einer selber gemachten Eierlikörglasse und Zwetschgenkompott. Ein Becher Schlagrahm und 2 Beutel Rahmhalter habe ich schon geschlagen und rühre jetzt 2 bis 3 Esslöffel Zucker und 1,5 Dezi Eierlikör drunter. Dann das Mark von einer Vanilleschote mit einem Eigelb verrühren und ebenfalls in die Rahmmasse geben. Auch das geschlagene Eiweiß vorsichtig drunter ziehen und alles in eine flache Schale füllen. Die Glasse braucht im Tiefkühler einige Stunden, bis sie fest ist. Man kann das Dessert also sehr gut im Voraus zubereiten. Zum Servieren Glasse in Würfel schneiden oder Kugeln formen und zusammen mit einem Zwetschgenkompott auf Teller oder Schalen anrichten. Hat sie das Dessert lustig gemacht? Es steht wie immer in der Coop-Zeitung. Und ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Wenn Sie übrigens statt Zwetschgen Trauben bevorzugen, dann ist der Moment zum Zugreifen jetzt besonders günstig. Ein Kilo Uva Italia kostet nämlich nur 2,20 und ein Pariser Brot nur 1,30. 2 Becher Coop Früchtequark nach Ihrer Wahl sind 50 Rappen günstiger. Außerdem offerieren wir Ihnen Textarjacke für Kids für 45 Franken, für Juniors für 49 Franken und Textar Jeans für Kids für 17 Franken und für Juniors für 19 Franken. Und da ist noch der Preisabschlag. Rote Indianerbohnen von Midi kosten von jetzt an nur noch 1,30. Und wenn wir schon bei den günstigen Preisen sind, werfen Sie doch wieder mal einen Blick ins nächste Coop-Restaurant. Dort offeriert Ihnen der Küchenchef jetzt einen Hackbraten an Rotweinsauce mit Hörnli und Wischikarotten für unglaubliche 9,30. Das wär's für heute. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend.